In dieser Stadt, da war ich auch noch nicht. Ich wollte eigentlich hier oben erkunden, aber... Oh, Quest, 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 Quest. Hexaufträge werden noch da. Die sollte, sage ich, gleich in der Nähe sein. Jo. Das heißt, ich werde kurz nach Midline gehen, da verkaufen und... werde dann... Puh, das ist eine gute Frage. Was werde ich machen? Ich werde dann eigentlich da direkt hingehen. Der Wind heult. Und das heißt, dass Wölfe in der Nähe sind, oder was? Feen, Midline, Reden, Junge. Okay, hier ein Kaufmann. Ein Amulett, Bezoa, ein paar Schildkrötensteine. Jo, Schildkrötensteine, immer wieder gerne. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine, bewährte Mittel für harte Zeiten. Lecker, lecker, lecker. Verwiesenes Fleisch auch. Oh, cool. Scheuklappen, haben wir alles. Wie viel Geld? Oh, du hast Geld. Sehr gut. Jetzt hast du weniger Geld. Was können wir hier sonst noch verkaufen? Das sind die Questgegenstände. Die Bücher hier haben wir gelesen. Hier auch. Das ist alles gut. Haben wir noch Nahrung, das wir verkaufen können. Und hier, was haben wir danach? Ah, okay. Verdorbenes Fleisch, was ist das? Ja, kann ich auch verkaufen. Muscheln brauchst du eh auch. Silberne Pantalons. Pantalon. Okay, das ist cool. Das sollte momentan ein bisschen reichen. Das haben wir wieder ein bisschen Platz. Lebt wohl. Bis dann. Mal schauen, was der Schmied jetzt... Oder wir haben Karten gekauft. Haben wir da so viel ausgegeben? Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle... Ach, das ist der Gabrielle-Typ. Bis dann. Okay. Ich speichere kurz ab. Das ist eine... Ich muss mal kurz schauen. Geister. Das ist Hanna aus den Wäldern. Das heißt... Geisteröl. Ja, ich könnte hier so viel herstellen, um ein bisschen auch das Gewicht zu verringern. Monsterblut. Nee, ich brauche nicht diese Gegenstände hier. Ich brauche das hier. Ich brauche das Geisteröl. Okay, das reicht aus. Diese Scheinungsabzug können wir rausnehmen. Ich mache dafür ein anderes rein. Ich weiß nicht, was. Ja, nicht das Bier, auch nicht. Das vielleicht. Oder Schaden. Erhöht die Angriffskraft. Ja. Das heißt, ich werde kurz abspeichern und werde mich vorwärts begeben. Oh. Cool. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Das ist logisch, dann heißt es, wir warten bis Nacht ist. Und wie sie uns umgarnt. Hanna aus den Wäldern. Irren, eine magische Falle. Wie sieht's aus? Haben wir noch alles auf... Ja, wir haben das Öl noch drauf. Ah, ausgewichen. Komm her, komm her.
zack, 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 zack. Boah, was Schaden macht die Olle. Na los, komm her. Muss ich kurz unbedingt schützen. Wo ist das nächste Mal? Hier ist das nächste Mal. Ha! Er hat mich! Komm her, komm her! Oh, gerade noch so rausgekommen. Zack! Los, du kleine Süßmaus. Hey, du kleine Zucker. Ich weiß es nicht genau, das Original, aber. Oh, wieder voll erwischt. Er denn hier, 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 ich muss aufladen. Oh ja. Ah. Immer diese Dreierkombo. Zack, erste. Weiter und los, die dritte. Lauf nicht weg. Ja, da ist genau richtig. Hä? Haut so rein. Die Kollegen würden jetzt sagen, die Autschellen raus, da kommt der Führer von. Eingesperrt. Okay, meine gesamte dieses soll ab Stufe 6 machbar sein. Ich frage mich nicht wie. Okay, mein Schild ist schon wieder zerbrochen. Das haut einfach komplett weg. Autsch. Axis ist falsch können. Und Schutzschilden. Schutzschilden. Oh, geiles Wort. Okay, das sind hier die Dreier. Und wo ist die? Okay. Kann ich angreifen? Zack. Okay. Den Kampf schaffen wir noch. Wenn auch wieder lange, aber... Also da kannst du mich nicht verarschen. Also das ist keine Level 6er Quest. Oder ich mache wirklich etwas komplett Falsches. Oder es gibt so einen einfachen Trick, mit der vielleicht irgendwie zu sprechen. Hallo süße Maus.
Na, wie wär's mit uns zwei? Weil, naja. Okay, nochmals kurz schauen, ob alles drauf ist. Ja, das Silberschwert ist drauf. Das haben wir auch. Was gibt es sonst noch irgendwie für Tränke? Regeneration, Ausdauer, das Zehn brauchen wir nicht. Vielleicht nehmen die noch eine Bombe, eigentlich auch nicht. Nee, das ist alles, was sie machen könnten. Zehn Angriffshauch gegen Geister, ja. 20 Schläge. Mehr kann ich da momentan nicht machen. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ich werde das kurz über... Oh, und jetzt noch das Falsche. So. Oh, sie möchte mich gerne umarmen. Probiere sie irgendwie auf die Straße zu ziehen, wo ich einen besseren Überblick habe. Oder vielleicht auch nicht. Zack, zack, und zurück. Zack, 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 und zurück. Bleib hier. Komm her, komm her, komm her. Autsch. Wieder das Dreierzeug. Okay. Ach so, je länger das Ding da lebt, desto mehr frischt die sich wieder auf. Okay, nee, es tut mir leid, aber das ist... Also, drei Schläge und ich bin tot. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nur an der Rüstung liegt. Weil ich bin diesmal jetzt wirklich vorbereitet, was ich eigentlich sonst ja nie bin. Trotz Vorbereitung und eigentlich nicht einem so schwer. Also okay, das Schwert ist immer noch das gleiche, das wir jetzt schon sehr lange haben. Das Viper Silberschwert. Mit Stufe 1, okay, man könnte eventuell mehr Schaden machen, aber das ist ja nicht das Problem. Wir kriegen ja so viel Schaden. Ja, ich baue danach wirklich vielleicht neue Rüstung. Dann hört das vielleicht auf mit dem ganzen Schaden, aber bis jetzt habe ich eigentlich nie das Problem gehabt, dass ich so viel Schaden gekriegt habe. Ich habe eigentlich das Problem gehabt, dass ich zu wenig Schaden mache. Oh, schau mal, Banditen. Deserteur? Okay, ich wollte gerade sagen, cool, dass die nicht kämpfen. Was? Tötet ihn, wenn ihr die Götter liebt? Spürt die Macht der Götter, wenn ihr zu mir sieht. Zack, zack! Was? Ich bin ran? Ich hoffe doch nicht. Autsch. So, hier. Sonst noch irgendetwas? Sonst noch irgendwie Probleme, worüber ihr reden möchtet? Keine, okay.
Expertenleserhose. Okay. Das Rezept haben wir schon. Okay, der konnte gar nichts machen irgendwie. Gesellenrüstung Reparaturset. Cool. Und ich bin schon wieder überlastet. Na toll. Ja, hier wurde einfach jemand überfallen. Oh, das. Oh. Stufe 4, Stufe 4. Was ist der Unterschied? Vitalität, Bluten. Okay. Neue Hosen kriegen wir. 40%. Aber da ich jetzt gerade hier kurz im Pferd unterwegs bin. Hey, Losplätze. Werde ich das jetzt nicht machen. Ich werde dann hier weitergehen zum nächsten. Beweg dich. Beweg dich, Plätze. Ein Sturm zieht auf. Es ist nachmittags um 2. Okay, kann ich auch weiter reiten? Hey, lauf weiter. Versteckter Schatz. Betrunkene. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das alles eigentlich schon gemacht haben. Komm her, du bist auch betrunken. Zack, zack, zack. Okay. Das sind die Wachen. Die Wachen für den Schatz hier. Ach so, ja. Brief eines Schmugglers, ich erinnere mich. Oh, und gleich wieder husten, das heißt einen Schluck trinken. Das war noch Zeit, man schmuggelte Schnaps. Ja. Das heißt, wir werden jetzt auf den Grund des Meeres tauchen. Ich glaube, da waren sehr, sehr starke Monster, weswegen ich da hier gar nicht weitergegangen bin. Nein, ich spiele nicht vor, aber ab und zu, wenn ich eine Aufnahme mache und das hat Probleme, schaue ich mir das eigentlich alles an und nachdem die Aufnahme nicht hinhaut, dann weiß ich meistens doch, naja, okay, da muss ich nicht mehr hin. Boah, hier liegen viele Schiffe rum. Die Frage ist, warum hier so viele Schiffe rumliegen. Level 10 ertrunken. Sehr gut. Ja, und die ziehen mich schon jetzt runter. Das heißt, ich werde hier raufgehen. Ha! Ich werde da etwas finden hier. Und kann wieder hochgehen. Ein kostenspieliger Fehler, ja. Von der Luft her ist das gerade kein Problem, weil hier das Schiff in der Nähe ist. Okay, wird vielleicht doch ein Problem. Ha. Hatte ich doch mal das Glück. Oder vielleicht verwechsle ich das auch. Okay, komm her, Plätze. Das nächste ist auf der Insel. Aber ich weiß gerade nicht. Wo ist hier das nächste Portal? Ich werde dann doch wirklich runtergehen. Okay. Das heißt, ich werde das momentan hier noch auslassen. Ich werde da rüber reiten und mir dann da bauen, damit ich ein bisschen leichter werde. Und dass ich vielleicht eine bessere Rüstung kriege. Oh, nochmal zu husten, das kommt jetzt häufiger. Und hoppsasa. Das wieder Banditen? Oh, Piraten, cool. Und noch so viele. Lass
Ah, ein Pfeilbogen. Die Sorte, die ich besonders hasse. So viele Piraten! Ein Gaudi für mein... Ah, und ein Bogen hat mich getroffen. Oh, mein Schwert freut sich. Oh, sie kommen alle so. Zack! Oh, da dürfte ich mehr so machen. Ah, ich wurde von einem Bogen erwischt. Okay. Ah. Boah, du konntest ausweichen. Ouch. Okay, da sollte noch einer sein. Oh, da sind noch zwei Schützen. Zack, einer weniger und... Ah, den habe ich verfehlt. Kritischer Treffer. Oh. Was hast du da für eine komische Waffe gehabt? Okay, ah, cool. Oh, wenn du uns jetzt nicht getroffen hättest, wäre das passiert. Lalala. Habe ich doch husten müssen. Nicht mehr zurückgehalten. Ah, ich laufe hier und kicke einfach mal so die Leichenteile fort. Aufnehmen. Piratennotiz. Lies den Brief, den du gefunden hast. Na toll. Ich habe gerade schon gedacht. Oh, endlich mal wieder keinen Brief mehr lesen. Ah, Piratennotizen. Piratennotizen. Gestern haben wir eine Silberschale. Das hört sich eher an wie... Ja, wie im 2. Weltkrieg als ein Pirat. Har, har, har. Und eine Rubinbrosche auf dem Grund gefunden. Königin Zuleikas Schatz ist also wirklich irgendwo unter. Vielleicht im Laderaum eines Schiffswracks vor der Westküste. Aber wir können uns im Augenblick nicht ansehen. Zu viele Seegang. Wir müssen warten, bis das Meer sich wieder beruhigt hat. Wir schlagen ein Lager auf. Okay. Das heißt, hier ist irgendwo Prinzessin Zuleikas Schatz. Und während Prinzessin Zuleikas Schatz... Nee, ich werde zuerst hier alles einsammeln, sonst verschwindet das wieder, nachdem ich meditiert habe. Oh, Leute, was ist mit euch passiert? Warum lässt ihr euch so hängen? Ein Hexer gegen so viele Piraten. Na, langsam wird es doch was. Also das muss ein Zeichen sein, dass ich nicht so schlecht bin. Außer vielleicht die Rüstung, dass mich die Pfeilbogen alleine wirklich so runterhauen. Aber wir gehen ja danach. Also noch diesen Schatz hier, also zu dem Punkt, wo ich... War das eigentlich dieser Punkt hier, wo ich gesetzt habe? Ah, cool. Und hier ist gerade nichts. Ja, das heißt, ich werde zu Prinzessin Zuleikas Schatz hingehen. Aber zuerst kurz meditieren, damit unser Schwalbevorrat wieder da ist. So, wie weit ist die eigentlich draußen? Okay, wir werden doch zuerst abgeben. Wie sieht's aus? Hast du langsam wieder einen Bart? Ich schaue gerade immer so, ob das ein bisschen wächst, weil ich bin ja extra noch einen rasieren gegangen. Oh, die Versteifung hat schon angefangen. Ja, ich möchte mich porten und zwar hierhin, nach Mittelhain. Oh, komm her, Pferd. Na toll, jetzt bist du beim Wasser. Ja, bis du da bist, bin ich beim Schmied. Heya! Bitte nicht gehen, Schmied. Bitte nicht gehen, bitte nicht. Los, Gabriele. Das bist doch du.
Du kannst nicht sicher ohne eine... Was kannst du für mich anfertigen? Ich möchte etwas... Ja, die sind schlechter, durchbohren, verbrennen. Aber kannst du so wenig machen? Muss ich wirklich in die Stadt gehen? Okay. Hier könnte ich es auch nicht machen. Die hier vielleicht? Nee, dafür brauche ich Jägerstiefel. Ah, hier, das sieht schon besser aus. Durchbohrenresistenz, Fährtenleserstiefel. Stufe 8. Und was ist das genau? Leder? Jägerstiefel, okay. Assassinenstiefel. Welche sind besser? Stufe 10. Magischer Gegenstand. Rüstung ist größer. Okay, das stelle ich nicht her. Hier die Fährten. Die sind. Ja, ich kann sie gerade nicht tragen. Das ist auch blöd. Ich wollte gerade eine bessere Rüstung machen, aber ist nichts. Die Kavaliershose vielleicht. Benötigt Stufe 6. Vitalität weniger, es hat alles weniger. Nein, Lederstücke. Schema Leder nach der Methode von Riva gegerbt. Okay. Dann werde ich das mal herstellen. Schema Lederstücke. Geld, nur weil ich da etwas mache. Leinen? Gehärtetes Holz. Oh, cool. Ja, werde ich doch auch herstellen. Das ist ein magischer Gegenstand. Gut, das habe ich verbraucht. Ich, edles Silbereisen. Eisenschallbahn. Die ist wahrscheinlich vom Gewicht her doppelt so schwer. Und jetzt kann ich dadurch schon die Hälfte nicht mehr herstellen. Na, toll. Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. Ich verkaufe dir ein paar Sachen. Du machst mehr Schaden, Quinn und deren Zeichen Bonuserfahrung 20 und 2. Nee, da gewinnt halt. Ach so. Zwei Bonuserfahrungen, aber 12 mehr Schaden. Die 12 mehr Schaden, ich weiß nicht. Nee. Zwar gut gemeint, aber wegen den 12 Schaden, da muss ich dann absagen. Kurz sortieren. Hier. Noch mehr zu verkaufen. Yeah. Das muss ich da mal wegwerfen. Kleine Erdenglyphe. Klein, kann ich nichts brauchen. Wie sieht's hier aus? Kann ich nichts verkaufen? All diese Sachen auch nicht. Hier auch nichts. Reines Silber. Okay. Was hast du mir hier noch zu verkaufen, was ich gebrauchen könnte? Eigentlich nichts. Das ist ja das Traurige. Aber ich bin bei 87. Was kann ich hier? Ich kann hier raus nur Asche kriegen. Dann verkaufe ich die doch das nächste Mal. Diamant.
Kreide kriege ich davon? Durchdrungener Staub. Durchdrungener Staub, durchdrungener Staub. Okay, was kriege ich hier durch die Eier? Ein Monster und Monsterfedern. Ich traue der Sachen nicht irgendwie. Bis dann. Habe ich nirgends irgendeine Truhe, wo ich das machen könnte. Hier oben, wie sieht es eigentlich da aus? Der Schmied hier wäre natürlich extrem gut. Und was ist das für ein... Eine ganze Menge. Haben wir überlegt, ob ich vielleicht da kurz hingehe und dann da weitermachen. Das Problem ist, das kann ich vielleicht auch kurz schauen. Tutorial-Charakter Handwerk. Hier. Ich hätte mir dann überlegt, diese Bärenhandschuhe zu machen, aber Stufe 27 und zudem brauche ich die alten Bärensachen. Ich könnte diese Handschuhe machen. Die werden dann schon um einiges besser. Die könnten wir wirklich machen. Aber ja, dann haben wir ein paar Schemas. Die Jägerhose ist schlechter mit Stufe 1. Die ist ein bisschen besser, aber die wir anhaben ist noch besser. Hier so vermindert sich auch alles. Das wäre natürlich cool, hat aber minus 50% weniger. Und benötigt Stufe 8. Hier Stufe 2 und ist ein bisschen schlechter. Und hier Stufe 5 würde sogar gehen, aber wir verlieren alles. Also bis auf das Aufschlitzen Resistenz. Aber das ist mir meiner Meinung nach zu wenig. Und hier Stufe 7 würden wir auch wieder sehr, sehr viel verlieren. Und vielleicht hier so mit dem Schwert, dann können wir schauen. Aber da ist nirgends die Bonuserfahrung drauf, bis auf das Vipernschwert. Und das möchte ich natürlich gerne haben. Hier wäre vielleicht diese Waffe von Vorteil. Aber wir verlieren die kritische Trefferchance und ja, das Bluten. Bonuserfahrung werden wir kriegen, aber naja. Und sonst eigentlich sind alle Sachen, die wir haben, naja, zweitrangig. Ich muss irgendwie an Geld kommen. Nicht an Geld kommen, sondern an Dings kommen. An Platz. Ein Amulett! Bezu! Hast du überhaupt noch Gold? Zeig mir deine Waren. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leicht! Gut, du hast noch 105. Kann ich dir die Schädel verkaufen? Gut. Boah, die haben viel Gewicht. Hahaha. Das könnte zerlegt werden, oder ich probiere mal etwas. Ne, das ist das Gesamtgewicht. Also hier würde ich 4 kriegen. Dafür kriege ich... Oh. Ja, wenn ich diese ganzen Ledersachen hier verkaufe, sieht das wahrscheinlich schon anders aus. Ich werde mal kurz etwas schauen, was ich da wohl rauskriege. Bis dann. Sonst gebe ich das Geld gerne dafür aus. Du kannst nicht sicher... Ja, die Gabrielle ist cool, aber... So. Zerlegen. Gegenstand zerlegen, ja. Kenne ich doch schon, ja. Halt, okay, hier... So ein Leder kriege ich ein Fellstück und gehärtetes Leder her. Gehärtetes Leder. Das sieht doch schon cool aus. Reparieren, ne? Ja. Na los, wenn wir schon dabei sind. Scheiße. Ach, man sollte doch richtig lesen.
Ich habe gerade die Verbesserung rausgenommen vom Schwert. Und die wurde natürlich zerstört. Anmerk. Okay. Zerlegen. Hier die Seite kann ich nicht gebrauchen. Den Schlüssel auch nicht. Das Leder. 4 Stück. Gehärtetes Leder habe ich da auch genügend. Lederstücke, Leder und ein Fellstück, Lederstücke, Lederstücke. Ach, ich kann nicht handeln, kann ich bestimmt auch so kaufen bei jedem Händler, ja. Lederstücke und Fellstücke. Das heißt, ich werde alles verkaufen vom Leder, dass ich wieder Platz habe. Was passiert? Ein Amulett? Ja, aber er hat natürlich zu wenig Geld. Was hast du so? Zähne von Leiche. Was kann ich dir kaufen? Im Tierpilz habe ich dir schon. 30 Kapazität. Vielleicht kann ich ja die noch zusätzlich kaufen. Ich weiß nicht. Das geht nicht. Aber vielleicht werde ich so... Nee, das kann ich auch vergessen. Ach, reg mich auf, reg mich auf. Die ganze Folge nur hin und her, nur Eigenleben. Das heißt, ich werde darum schnell zu einem anderen Händler gehen, das verkaufen. Nicht zu Schwarzweig, sondern wo ich schon lange nicht mehr war. Heidefelde war ich, glaube ich, auch gerade, aber nee, trotzdem. Hier zum Teleport, Heidefeld, Entschuldigung, wollte ich nicht. Waldhütte, Waldhütte, Schwarzweig, Heidewälde, da, back. Dann verkaufe ich den gesamten Plunder. Okay, die gehen jetzt wahrscheinlich schon schlafen. Ah, logisch, das wurde hier die Stadt, wo wir... Aha. Sonst noch, wo kann ich noch hin? Wo war ich noch? Hier. Taverne am Scheideweg. Da sollte ich einen Verkäufer finden. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Was ist mit dem Inn, in die er die Mädels aus Bella gebracht hat? So, komm her. Sei gerüst. Was habe ich mit dir noch nicht... Hä? Okay, dann... Ja. Angeblich spielst du Karten. Das stimmt. Ich habe einen Aushang gemacht. Die Zeiten sind hart und gute Karten sind oft mehr wert als Gold. Also, spielen wir? Ja. Ja. Man muss großen Spaß haben. So, was habe ich Neues gekriegt? Immer noch nichts. Das heißt, wir werden loslegen. Du beginnst. Cool. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay. Die Karte ist eine Verbesserung, die kann ich eigentlich behalten. Finte und hier die auch noch. Oh, perfekt. Weiß ich, werde kurz das hier machen. Dein Gegner ist am Zug. Wow. 10. Okay. Was war das? Ja, schau die 3 zu, die gewählte Karten aus der Hand deines Gegners an. Okay. Ja. Das heißt, ich passe und er kann gewinnen. Das heißt, ich werde dann mit diesen 2 hier gewinnen. Wenn alles gut... Boah. Ich
glaube, ich werde nicht gewinnen. Oder sind das seine stärksten Karten, die er hat? Okay, der Gegner passt. Mal schauen, wenn ich... Ich brauche jetzt noch 4, 6, 7 Punkte. Ja. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du bist am Zug. Zack, 13. Und ein Gegner ist am Zug. Und er holt sich auch gleich wieder eine. Ach, das ist zum Kotzen. Nichtsdestotrotz, wir haben hier noch unsere zwei Verbündete, die uns sehr, sehr gut helfen gleich. Macht die genau? Ah, nicht das. Zerstöre die stärksten Nahkampfeinheiten des Gegners, wenn die Gesamtzahl mindestens 10 beträgt. Okay, zum Glück hatten wir keine Nahkämpfer. Zack, und 33. Nebel stört mich jetzt momentan noch nicht. Obwohl, ach doch, seine Karte wird auch auf 1 gesetzt. Und ich werde natürlich immer wie bis zum Schluss erst am warten, damit ich die andere Karte spiele. Momentan sind wir immer noch stärker. Ja, noch 2 Karten. Das heißt, ich werde meine Sonne noch nicht ansetzen, weil vielleicht kann er hier darauf auch noch eine machen. Momentan ist das meine stärkste Reihe. Der spielt jetzt seine letzte Karte und wenn, dann hätte ich Pech. Aber nee, mein Gegner passt. Also ich kriege wieder 20 Punkte mehr. Sehr gut, yeah. Ha! Ich habe den Wirt geschlagen. Ich muss zugeben, dass mein Ross zu hoch war. Tja, Dummheit kann teuer sein. Meine Preiskarte gehört dir. Oh, welche Karte? Oh, das ist der 10er, cool. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Ah, etwas zu trinken. Na los. Etwas zu trinken wäre recht. Und verkaufen möchte ich natürlich alles. Toll. Warum habe ich die Karte noch nicht gekauft? Ah, das Horn des Kommandanten. Okay, wie viel? Jetzt bin ich auch wieder runter auf 80. 7 hat er noch. Also ich kann hier noch ein altes Ziegenfell verkaufen. Makamer Schnaps, Kirschlikör. Okay, okay, Allrauen. Der Rest ist in Ordnung. Dankeschön. Danke. Leb wohl. Da hatte ich extrem Glück. Das heißt, ich werde kurz bis morgens schlafen. Vielleicht sehe ich dann da auch wieder den anderen Händler und kann da auch noch ein bisschen Gewicht verlieren. Oder gibt es hier wirklich niemanden? Was fasselst du da? Es gibt tatsächlich niemanden. Okay. Noch eine andere Stadt suchen. Hier im Maulbärtal. Mit dem Schmied hier, glaube ich, kann man gar nicht erst reden. Alte Frau. Oh, die hustet auch. Und das erinnert mich gleich an was. So, gibt's hier nirgendwo. Okay, ich gehe da in die Taverne. Vielleicht kann ich da noch ein Spiel spielen. Und wieder ein bisschen verkaufen. Vielleicht hat der ja ein bisschen mehr Geld. Oh, Leute.
Bäume. Ein Zelt ist die Taverne. Okay, gut zu wissen. Kaufmann. Ich dachte, du bist Wirt. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. 160. Ziegenhaut verkaufen. Wolfsfell. Ja, komm, hier, wo ist das alte Ziegenfell? Hier. Das gibt nicht so viel Geld, aber nimmt auch Platz weg. Ja, sehr gut. Hier das auch noch verkaufen. Ich bin auf 75 langsam wieder Eisbärenfell. Das werde ich natürlich ein bisschen behalten. 15. Asche. Kann beim Händler verkauft werden. Ja, Asche. Wer braucht schon Asche? Altes Bärenfell noch. 8. Oh, da ist ein 8. Das alte Schaffell. Okay. Das heißt, ich bin jetzt hier schön gemütlich wieder auf 75. Lebe wohl. Leb wohl. Ich brenne. Und ich habe gerade etwas gefunden. So nebenbei. Finde ich natürlich ganz cool. Okay, und jetzt werde ich wieder hier rüber gehen und da weitermachen. Ich werde dann zum Mittlein gehen, runtergehen. Ja, ich werde das machen. Was war das verbesserte Hybridöl? Alt. Alchemie. Was soll das genau? Schneesturm? Tatsächlich. Erinnerung, haben wir das nicht gehabt? Haben wir das irgendwie schon ver... Okay, es gibt also auch verbesserte. Haben jetzt ein verbessertes direkt gefunden oder das zweite Mal das gleiche? Weil dann könnte ich nämlich das andere wieder verkaufen und das wäre auch wieder cool. Fragen über Fragen. Aber ja, oh, das werde ich natürlich zuerst noch machen, bevor ich da das andere gehe. Nicht so husten, das ist ansteckend. Und auf zum Leuchtturm. Ich werde direkt oben anfangen. Kann ich darüber schwimmen? Okay, Leuchtturm, bin ich wieder wach. Ich gehe zur Wrackküste. Und ich werde jetzt reinspringen. Das kannst du jetzt nicht tun. Ja, ist mir auch logisch. Oh, mir gefällt das hier so sehr. Also die ganzen Wracks der ganzen Schiffe. Wie sie gestrandet sind. Verschiedene Schiffe, große Schiffe, kleine Schiffe. Oh, da müssen sie richtig Mühe gegeben. Und ich sehe da, glaube ich, einen Truthahn. Oder es war da umher am Fleuchen hinten. Ach, das ist eine Erscheinung. Zwei Erscheinungen oder eine. Bewachter Schatz, Level 15 und ich gehe mal eine Runde weiter. Ist das nicht schön? Hab's doch gewusst. Komm, ich lauf kurz hier hin. Dann bin ich schneller wieder drüben. Zack. Oh, tut mir leid. Okay, das hier ist ein Schiff. Und nach unten Level 4. Alkohol, okay. Das heißt, ich muss auf die andere Seite. Ertrunken. Vielleicht kann ich hier drauf stehen und kämpfen. Na los, kommt ihr nicht?
Gutes. Okay, dann halt nicht, Feiglinge. Kann ich irgendwie hier rein? Okay, das hier ist... Ah, okay, ich habe einen Eingang gefunden. Das heißt, ich gehe kurz nach oben, Luft holen. Und werde hier reingehen. Ja, das klappt perfekt. Was ist das hier? Eine schwarzmagische Puppe, okay. Assassinenhandschuhe, reines Silber. Ah, wir haben einen Schatz gefunden. Assassinenhandschuhe, die hatten wir doch schon. Okay, nächster Ort ist hier unten. Ich werde mal schauen, jetzt wo wir gerade eine verbesserte Rüstung haben. Ich kann ja noch kurz... Ja, Öl haben wir immer noch. Gegen Geister. Ich werde kurz abspeichern, ich werde es probieren. Falsche Glyphe. Und ich habe einen Schatz. Haha! Habe ich das jetzt geplündert oder nicht? Okay. Ich werde den Kampf doch nicht ausführen. Oh, tut mir leid. Ich habe mich auf einen epischen Kampf vorbereitet, aber naja, wollte halt nicht sein. Hat gesagt, ach, da nimm den Schatz, ich habe heute einen guten Tag. Du siehst, bist nicht mein Typ und naja, die anderen habe ich halt schon genug geschlachtet. Und mit dem ganzen Blut an deinen Händen bin ich sicher, wer da brutal ist, ich oder du, und darum nehme ich nur. Kann ihn eh nicht gebrauchen. Oh, ein Ertrunkener. Ein bewachter Schatz mit Level 4 Ertrunkenen. Ha! Zack, zack, zack. Okay, es ist langsam wirklich die Rüstung. So wie die uns gerade Schaden machen. Hey, hör auf! Ich möchte jetzt nicht gegen die Ertrunkene sterben. Oh Gott. Trockenfisch. Reifen absolut. Ertrunkenenzunge, okay. Alchemistische Gegenstände sind das. Alchemie, wo bist du? Greifen absolut, da haben wir noch ganz viel. Uns fehlt eine Wolfsleber, die wir vorhin verkauft haben. Genial. Erlittener Schaden erhöht für eine restliche Kampfdauer die Schadenresistenz. Okay, können wir sonst nichts machen momentan. Schneesturm immer noch nicht. Schneesturm war eigentlich früher eine meiner ersten Sachen, die ich hergestellt habe. Okay, das ist wahrscheinlich wieder ein versunkener Schatz. Ich werde auch mal kurz hingehen. Schwimmen, Geralt, schwimmen. Ja, ich glaube, langsam liegt es wirklich an der Rüstung. Weil so wie die uns reingehauen haben. Ja, ich suche auch einen bestimmten Grund, weil ich habe jetzt sogar die verbesserte Rüstung dann gehabt. Es würde mich interessieren, was passiert wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte.
und runter. Er trug eine Level 4, das ist kein Problem. Okay, und rau wieder. Das ist gemacht. Wo ist die nächste Markierung? Die ist hier unten. Dann gehen wir kurz dahin. Dann sieht das hier schon einigermaßen wieder gut aus. Das nächste Mal werde ich dann wieder ein bisschen an der Hauptquest weiterfahren. Also langsam merke ich, wie meine Stimme weggeht. Und das, naja, ich möchte dann nicht noch länger reden, weil sonst plötzlich kann ich wieder 2 Tage keine Aufnahme machen. Ich glaube, das wäre schade. Neue Markierung, Banditenlager. Oh, es sind Piraten. Klar ist es Hexerei. Autsch. Ah, du bist der Anführer. Autsch. Während dem dein Anführer brennt, werde ich das so regeln. Oh, da gibt es noch mehr von euch. Nee, ich zaubere nicht gerade. Ha! Anführer ist tot. Wie wollt ihr jetzt noch kämpfen ohne Anführer? Ihr seht alle aus wie von Gothic. Oh, 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 oh! Bam! Da habe ich kurz meinen Tod gerade vorher gesehen. Ertrunkener. Oh, danke schön. Haben wir alles hier getan? Alles mal looten, wie gewöhnlich. Da ist sonst nichts hier oben. Oh, da ist noch. Nee, das sind die Fässer. Und hier ist natürlich ein Schatz. Verbessertes Greifenstahlschild. Oh, geil. Halt, 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 halt. Das wäre jetzt natürlich etwas Handwerk. Wo sind da meine Schwerter ein? Noch tiefer. Meister. Oh, cool. Was ist nicht das? Ah, hier. Greifen, greifen. Das ist das Normale. Das wir sogar bauen könnten. Und hier sollte das. Greifenstahlschwert. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt gleich bauen werde. Weil jetzt haben wir wieder 2 Monsteraugen. Und das hier so kann ich dann auch gleich machen. Das heißt, ich werde mich dann kurz wegportieren. Jetzt, wo ich eh wieder überlastet bin. Na toll. Gibt es hier noch irgendetwas, das ich looten könnte? Auch nicht diese 2 Truhen. Ah doch, ich muss einfach näher ran. Ich werde dann wirklich zur Hauptstadt gehen, wo ich weiß, dass der alles machen könnte.
Dann kann ich dann auch gleich vielleicht direkt das Verbesserte machen. Ein Schatzwerk haben. Kavalleriehandschuhe. Okay. Wo ist mein nächstes Spot? Midline. Was soll ich da machen? Nee, da gehe ich immer noch nicht hin. Oh Gott. Okay. Ich werde noch kurz hier nach unten gehen. Aber zuerst werde ich eine Stunde ausruhen. Damit ich wieder Schwalben habe. Okay, laufe ich irgendwie in die falsche Richtung? Habe ich das nicht richtig? Ja. Okay. Ich werde jetzt direkt gehen, weil sonst... Ich sehe gerade auch, dass von der Zeit her... Es ist langsam wieder fertig. Das heißt, ich werde noch kurz das Schwert herstellen und dann werde ich weitergehen. Wrackküste. Wrackküste. Auf, Geralt. Gib deinem Pferd die Sporen. Ja, okay, dann gehe ich auch da direkt das Saufenport. Vielleicht sogar schneller. Ja, ich bin jetzt hier zwar in der Quest schon weiter, aber möchte ich auch gar nicht. Ich möchte nämlich hier weiter. Hey. Komm her. Ich gehe jetzt dorthin, wo ich weiß, zu meinem Schmied des Vertrauens. Dann können die ihn auch noch sehen, weil ich habe ja den das letzte Mal nicht gefunden. Okay, ich sag dazu einfach nicht. Na los, tu etwas Intelligentes und komm hierher. Kannst du überhaupt hier rauf? Nee, du bist so blöd. Okay, hier zum Schmied meines Vertrauens. Ich werde dich kurz markieren. Das wird irgendwo hier sein. Und ich werde dann wahrscheinlich auch gleich wieder schlafen gehen. Also meditieren. Na los, jetzt solltest du es packen. Lang lebe Raduvid. Lang lebe Raduvid. So, schlafen bis 7 Uhr. Wo bitteschön ist jetzt da unser lieber Herr Schmied? Komm schon, Plätze. Da ist die Taverne. Mach langsam. Da ist unser Schmied. Na los. Bitte lass uns die Waffen herstellen, nicht nur Rüstung. Hallo, noch ein. Bitte. Du hast Glück. Ich wunderbar. Bitte, sei nicht so schlimm. Das ist nicht zum Glauben. Soll ich das herstellen? Ist zwar überall schlechter, aber ich habe mehr Rüstung. Ja, aber ich verkaufe. Lass du mal sollst sehen. Ja genügend Geld haben. Jetzt weiß ich, wo mein ganzes Geld hin ist.
Nimm es los. Ah, ist das schön. Und so habe ich auch gleich wieder ein bisschen Platz. Was kann ich hier noch verkaufen? Notizen eines Piratenanführers. Unverkäuflich hier alles. Die Sachen brauche ich momentan nicht. Und hier. Das kann ich auch nicht verkaufen, bis auf das reine Silber. Aber okay. Wir haben jetzt gerade genügend. Und das heißt, ich werde mich jetzt auch schön verabschieden. Wir sagen, bis dann. Also, macht's gut. Basta der Verbüff. Und habe das schöne Abo.